Ich hatte Ihnen irgendwie die Vorgeschichte versprochen. Die kriegen Sie jetzt auch, aber das ist anekdotisch. Und dann wird der Kostas Kalfopoulos irgendwie die wichtigen, lauter gut, die wichtigen Sachen sagen. Es ist ja immer, wenn man so nachdenkt, über die Geschichte und wie man das Feld der Geschichte überhaupt eintreten kann, da werden wir gleich noch drüber reden, sich überlegt über die Gestaltungsmöglichkeiten des Menschen auch innerhalb der Geschichte. Noch laut, ja, also vielleicht muss das Mikrofon irgendwie anders. So, ist das jetzt besser? Ja. Also ich überlegte mir immer so, also da sind diese zwei Personen, mein Vater, der also mit dem ganz hegelianischen, idealistischen Weltbild da sich eigentlich sozusagen den Weltgeist vorstellt in den geschichtlichen Strukturen, und auf der anderen Seite der romantische Rudolf Fahner, der die Gestaltungsmöglichkeiten des Menschen innerhalb der Geschichte vertritt, und die sich dann in einer völlig komplexen Situation getroffen haben, in einem Institut, das es so nicht hätte geben dürfen, aber eben doch gegeben hat. Das beweist, dass die Geschichte letztendlich immer sehr viel komplexer ist, als man das gerne wahrhaben wollte, und nie schwarz und weiß ist. Und dann gibt es natürlich auch den Zufall. Und dieser Film wäre nie entstanden, und damit glaube ich auch andere Sachen nicht, also auch andere Forschungen hätten sich dann nicht mehr in Bewegung setzen können, weil die Leute ja aus dieser Generation dann irgendwann nicht mehr da waren. Hätte mich nicht eines Tages Nelly, eine sehr gute Freundin von mir eben gewesen ist, die ich nach ihren Worten von meinem Vater geerbt hatte, angerufen, ich war 3000 Kilometer weiter weg, und sie sagte mir, ich habe einen Wasserschaden im Haus. Und da sie mich nur sehr gut kannte, wusste sie, dass ich zwei linke Hände habe und also ganz bestimmt keinen Wasserschaden beheben konnte. Ich konnte aber auch nicht antworten, dann ruft auch ein Klempner. Denn dazu war mir zu gut befreundet. Sie hatte schon was anderes im Sinn, und also flog ich hin und kam bei ihr an, in der schönen Wohnung, die am Ligavitos liegt. Und überall auf dem Klavier, auf dem Boden, auf den Stühlen, auf dem Kanapee, wo immer, lagen handbeschriebene Blätter. Ich verstand das erst gar nicht, und ich sagte mir so, das sind Briefe deines Vaters. Die waren in einer Kiste hinter einem Schrank. Die hatte sie vergessen. Und durch den Wasserschaden sind die aufgetaucht. Sie hatte den Schrank dann irgendwie beiseite gerückt und kam auf diesen Briefwechsel, und andere Briefwechsel auch noch übrigens, mit dem Castoriadis, mit Papagioan und anderen Philosophen. Und sie sagte mir, du kannst sie haben, sie gehören jetzt dir. Und ich stand da also wie ein Vogel vor der Schlange und sagte mir, ja, kann ich sowas überhaupt lesen? Ist ja ganz einfach. Ich meine, meine ganze Arbeit als Filmemacher seit 30 Jahren besteht natürlich schon in der Frage oder also in der Gegenüberstellung von individueller Erinnerung und kollektiver Erinnerung. Also ich gehe häufig von persönlichen Ereignissen aus oder von Ereignissen, die in der Familie stattgefunden hatten, die also eine politische Relevanz hatten häufig. Und erforsche die dann und stelle die da in der kollektiven Erinnerung gegenüber. Und aber Briefe seines eigenen Vaters, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, zu lesen, wo er mir nicht mehr antworten konnte, denn er war schon verstorben, und die dazu ja auch noch Liebesbriefe waren, das war schon nicht so einfach. Das habe ich dann aber getan, und dann habe ich nach einiger Zeit überlegt, dass in diesen Briefen und die Schilderungen Nellys die Möglichkeit besteht, der Geschichte ein Bild zu geben, ein Gesicht zu geben. Das heißt, dass über die normale Schilderung von historischen Ereignissen hinausgeht und dass man damit einmal quasi wie in der Literatur die Möglichkeit hatte, erlebte Geschichte, täglich erlebte Geschichte, zu übermitteln. Und dann habe ich mich eben entschieden, diesen Film zu
machen. Und das alles wegen eines Wasserbruches. Nicht? Also, so, jetzt. So einfach ist die Geschichte und das Leben, ne? Ja. So. Guten Abend, kalispera. Ich begrüße Sie zur anschließenden Diskussion nach dem Dokumentarfilm von Timon. Erlauben Sie mir ganz kurz nur eine obligate Dankensage an Professor Miltos Peklibanos und an Dr. Konstantinos Kosmas für Ihre Einladung und für Ihr Vertrauen. An Frau Gramenu für Ihre Unterstützung und natürlich, last but not least, an Timon Koulmassis, mit dem wir eigentlich fast oder genau 21 Jahre befreundet sind, trotz der langen, des großen Abstands zwischen Paris und Athen. So, zu uns natürlich zu dieser Diskussion ist dabei auch ein quasi ein Zeitzeuge, würde ich sagen. Herr Stefano Bianco, der ist extra aus der Schweiz nach Berlin gekommen. Er hat Farmer persönlich gekannt und war auch ein Freund von ihm bis zu den letzten Tagen von Farmer. Und dazu noch, er verwaltet und betreut das Farmer-Archiv. Das heißt, er wird uns einen gewissen und wichtigen Einblick sagen wir auch in diese Richtung geben. Und Frau Gramenu gehört, also wenn ich das so auch sagen darf, ich hatte das Glück und die Gelegenheit, vor 30 Jahren auch in Deutschland studieren zu dürfen, hauptsächlich in Hamburg. Und Frau Gramenu repräsentiert so ein junges, hoffnungsvolles akademisches Potenzial, das die ganze Untersuchung und Diskussion im Rahmen eines deutsch-griechischen Dialogs auch erweitert. Sie hat aber praktisch, und das ist auch wichtig, einen ersten wichtigen Beitrag von Frau Koutsoukou. Hier ist natürlich ihr Buch über die deutsche Kulturpolitik in Griechenland in der Zeit des Nationalsozialismus. Und zum Verdienst von Frau Gramenu ist, dass sie zusätzlich ein besonders interessantes Kapitel über die Geschichte des DWI in Athen verfasst hat, also untersucht und verfasst hat. Timon hat uns schon ein bisschen in die Vorgeschichte sozusagen, wenn auch anekdotisch, aber trotzdem auch interessant, so in die Vorgeschichte eingeleitet. Frau Gramenu, ich bitte Sie, können Sie uns ganz kurz ein bisschen die Rolle, die das DWI zur damaligen Zeit gespielt hat, in Athen und vor allem im Rahmen auch einer nationalsozialistischen Kulturpolitik und diesen bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Griechenland erläutern? Ja, das ist nach hinten, nach unten. Jetzt? Okay. Ja, guten Abend von mir auch. Ja, im Rahmen dieser neugriechischen Studien hier an der FU Berlin habe ich auch meine Masterarbeit über das DWI Athen geschrieben. Das habe ich schon vor 2 oder 3 Jahren angefangen. Es war ein ganz schwieriges Projekt für mich, weil es gibt natürlich keine Quellen, weder auf Deutsch noch auf Griechisch. Ja, also das DWI Athen war eine große Überraschung für mich. Mein Ausgangspunkt war ein Artikel von Frank Rutger Hausmann. Der ist ein Historiker, der die ganze Geschichte von allen DWIs in ganz Europa rekonstruiert. Also es gab nicht nur ein Institut in Athen, sondern auch in den meisten Hauptstädten Deutschlands, in den meisten europäischen Hauptstädten so gegeben. Und es war so ein großes Projekt. Also die deutschen Behörden wollten sozusagen die geistigen Eliten allen Ländern an die Kultur Deutschlands binden und die mochten so eine positive Atmosphäre so für das Nazi-Deutschland schaffen.
Es gab auch so die Richtlinien, dass die wissenschaftlichen, dass diese deutschen wissenschaftlichen Instituten keinesfalls propagandistischen oder politischen Zwecken dienen, sondern nur wissenschaftlichen Zwecken. Deswegen war auch dieser Name so ausgewählt, ein deutsches wissenschaftliches Institut. Also wissenschaftlich heißt das, wir wollen keine Angst verursachen. Und die Eröffnung des DWI Athen würde in 1941 erfolgt. Das Gebäude, das von den Besatzungsmächten so überlassen wurde, war ein schönes Gebäude im Zentrum des damaligen besetzten Athens in der Regillestraße. Und ja, was war die Rolle jetzt dieses DWI? Also das ist keine einfache Frage zu antworten. Also mein Ausgangspunkt war so eine Phrase von dieser Studie von Frank-Rudger Hausmann, dass wegen der Persönlichkeit der Rudolf Fahne sowie auch seiner Mitarbeiter darf das DWI Athen als seine Schaltstelle des Widerstands bezeichnet werden. Also das war mein Ausgangspunkt. Ich habe gesagt, oh, okay, also eine Nazi-Institution, die überhaupt keine Nazi-Institution war. Das DWI Athen sollte so der Vermittlung von deutscher Sprache, deutscher Kultur, deutscher Wissenschaft und deutscher Kunst in Griechenland vermitteln. Das hat es geschafft in vielen verschiedenen Fachbereichen. So, das DWI hat sich so mit Archäologie, Philologie, Literatur, Lyrik, Geschichte, Astronomie, Volkskunde, Medizin beschäftigt, aber auch teilweise mit der Neokreuzistik. Wie auch wir in der Film gesehen haben, ja, also das DWI war so wirklich keine Nazi-Institution. Fahne wie auch das DWI Athen hatten eine Benefizrolle in dieser ganzen Geschichte von den Kulturbeziehungen der Besatzungszeit. Mhm. Okay. Ja. So, als Anfang denke ich. Ist genug, ja. Okay, erlauben Sie mir nur ganz kurz zu ergänzen zur Erinnerung. Das Deutsche Archäologische Institut, das Deutsche Wissenschaftsinstitut sowie die Deutsche Schule Athen waren und bleiben immer noch. Natürlich an der Stelle vom DWI läuft seit 1904 oder 1955, wenn ich mich nicht irre, das Goethe-Institut Athen, Institut Athen. Und das sind die drei wichtigsten Eckpfeiler der deutschen Kulturpolitik und des deutsch-griechischen Kulturaustausches und Dialogs. Deswegen wollen wir auch ein bisschen auf die Vorgeschichte des Goethe-Instituts, natürlich als Institution des DWI, zurückgehen. Und darüber wird ein bisschen uns Herr Bianca erzählen. Vor allem über den Leiter des Instituts, eine sehr interessante Person und Persönlichkeit. Herr Bianca, Sie hatten das Glück gehabt, ihn persönlich kennenzulernen und Sie haben auch einen Teil, was übrig geblieben ist, von seinem Nachlass und sogar Sie haben bis nach Berlin ein sehr wichtiges und interessantes Dokument mitgebracht. Das werden Sie auch unseren Gästen hier auch vorzeigen. So, erzählen Sie uns ein bisschen über Fahner. Was für eine Persönlichkeit war? Wir wissen zwei, zumindest unserer Kenntnis nach, wissen wir zwei wichtige, Kettenglieder aus seiner Laufbahn. Die eine ist der Stefan-Georg Kreis. Und das zweite ist von Stauffenberg, das haben wir auch im Dokumentarfilm gesehen. Erzählen Sie uns ein bisschen über diese wichtige Persönlichkeit, die eine Schlüsselrolle auch im DWI gespielt hat. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich bin natürlich kein Zeitzeuge in dem Sinn, als ich noch nicht geboren war, als die ganze Geschichte im DWI spielte. Ich bin ein kleiner Zeitzeuge in dem Sinne, dass ich Rudolf Fahner etwa 1965 lange begegnet bin. Wir waren zusammen in Kairo, er war Gastprofessor in Kairo, ich war am Schweizerischen Archäologischen Institut in Kairo tätig
Und die Bekanntschaft geht zurück auf eine Familienbekanntschaft, weil meine Mutter Studentin von Rudolf Farmer in Marburg war. Also so viel zu dieser Geschichte. Herr Kalfopoulos, Sie haben mir ein ganzes Bündel von Fragen auferlegt. Ich werde mich vielleicht zuerst mal konzentrieren auf die Frage von Farners Arbeit am Deutschen Wissenschaftlichen Institut. Und da hat mich jetzt berührt die Aussage von Nelly in dem schönen Film von Timon. Ungefähr im ersten Drittel sagt sie, die waren ganz abgehoben. Und das stimmt natürlich in dem gewissen Sinne, aber es zeigt auch die verschiedenen Wahrnehmungen und Erwartungen von beiden Seiten. Nelly war eine junge, vitale Griechin, die auf die Erkenntnis der Moderne aus war, und Farner war ein schon gereift, nicht alter, aber gereifter Philhellene, der in Griechenland sein Glück fand, das alte Griechenland wieder neu zu sehen und diese Werte den Griechen wieder über die deutsche Sicht zu vermitteln. Also verschiedene Wahrnehmungen. Nun war aber Farner nicht nur Idealist, sondern er hatte eine ganz bestimmte Grundvorstellung, nämlich den Gedanken, dass Deutschlands kulturelle und geistige Wiedergeburt um 1800, also Herder, Winckelmann, Goethe, Schiller, Hölderlin, aus dem Griechentum geschöpft habe und dass es seine Aufgabe sei, durch deine Arbeit in Athen sozusagen etwas von diesem Erbe dem neu entstehenden griechischen Staat wieder zurückzugeben. Daneben war er aber Realist genug und war auch ein sehr listiger Mensch und ein beherzter Mensch, der in dieser unmöglichen Situation viel erreicht hat. Ja, es war im Grunde, wie der Film zeigt, war es wie ein Tanz auf dem Vulkan. Farner hat das machen müssen, was man heute als Networking bezeichnet, also die Verbindungen knüpfen zwischen deutschen Wissenschaftlern und griechischen Fachleuten. Er hat die Vortragenden, die aus Deutschland kamen, sozusagen gecoacht. Dafür werde ich Ihnen einige Zeugnisse beibringen, wie Sie die griechische Sensibilität zu berücksichtigen hätten und wie Sie jegliche Propaganda aus Reichsdeutschland zu unterlassen hätten. Er hat sogar versucht, die deutschen Oberbefehlshaber der Besatzungstruppen und der Marine zu bilden und heranzuführen an das Griechentum, sie mehr verständnisvoll werden zu lassen für die Anliegen der Griechen durch seine Beziehungen. Es gibt ein Dokument ein Tätigkeitsbericht des Deutschen Wissenschaftlichen Instituts vom Januar bis Juni 1944, also das kritische letzte halbe Jahr des Instituts in Athen, bevor Farner am 20. Juli teilnahm. Und da lese ich Ihnen jetzt einige Splitter daraus vor, aus dem Bericht, die die ganze Geisteshaltung zeigen und auch wie Farner manövrieren musste gegenüber seinen Auftraggebern in Berlin. Also in die allgemeinen Einleitung schreibt er: Die ganze kulturpolitische Lage erwies sich aber naturgemäß in der Folge als außerordentlich empfindlich gegenüber allen Maßnahmen, die im Lauf der Monate von den militärischen Dienststellen und denen der SS ergriffen worden sind. Verhaftungen, Enthaftungen, Geiselnahme, Geiselerschießungen und alle anderen Arten von Repressalien, gewährte Erleichterungen, öffentliche Verkündung und Begründung bzw. Nichtverkündung und Nichtbegründung getroffener Verfügungen. Gerade in der letzten Zeit hat sich die durch Vorgänge dieser Art gesteigerte Spannung außerordentlich erschwerend auf die Institutsarbeit fühlbar gemacht. Und dann berichtet er über einzelne Vorträge, die stattgefunden haben und wie sich das angelassen hat. Zum Beispiel: Die Professoren Meyer und Günther beeindruckten durch Rednergabe und Lebhaftigkeit der Darstellung. Im Allgemeinen fiel bei diesen Vorträgen auf, wie schwer es zum Teil den Vortragenden fiel, sich auf die Erfordernisse eines Auslandsvortrages einzurichten und wie sehr sie dazu
neigten, innerdeutsche Argumentationen anzuwenden und in ihren Ausführungen einen innerdeutschen Werbecharakter festzuhalten, obwohl ich in mehreren Einführungen in die hiesige Lage auf die nötige Umstellung hingewiesen und auch im Einzelnen Vorschläge für die hier möglichen Wirkungsarten gemacht hatte. Zu einem Vortrag von Professor Erich Schwinge über die Entwicklung der Manneszucht in den europäischen Heeren. Herr Professor Schwinge hat sich in einer anerkennenswerten, vorbildlichen Weise der Vorbereitung für den Vortrag unterzogen. Er hat in mehreren längeren Unterredungen mit mir selbst und mit meinem Stellvertreter Dr. Zeller die ganzen Fragenkomplexe seines Vortrages durchbesprochen und hat sich einsichtig und freimütig unsere Beratung zunutze gemacht. Hier muss man natürlich zwischen den Zeilen lesen. Besonders hervorzuheben ist, dass Professor Schwinge aus einer großen europäischen Sicht heraus sprach und dass er auch die Entwicklungen in den Heeren unserer Feinde, besonders im englischen und russischen Heer, ohne jede Herabsetzung behandelte. Für die Wirkung des Institutes ist es sehr wichtig, dass immer wieder sein wissenschaftlicher Charakter betont wird und dass dieser Charakter besonders auch in Büchern und Themen hervortritt, in Fächern und Themen hervortritt, die keine unmittelbare Beziehung zu irgendwelchen Gegenwartsfragen vermuten lassen. Professor Stauffenberg hat eine große Einfühlungsgabe in die hiesige Situation bewiesen, also das war Alexander Stauffenberg, nicht Klaus Stauffenberg. In die hiesige Situation bewiesen, war für jede Information offen und hat das Manuskript seines Vortrags auf meine Anregung schon vorher in einem privat zusammengeladenen Kreise griechischer Wissenschaftler vorgelesen und mit den Anwesenden einzelne Fragen des Themas abgesprochen, was der Wirkung seines Vortrages sehr zustatten kam. Dann spricht er über einen Empfang im Institut. Leider ließ sich der Empfang im Institut nicht in dem beabsichtigten Umfang auswerten. Verhaftungen und Geiselerschießungen größeren Umfangs, die unmittelbar vorhergegangen waren, hatten eine starke Beunruhigung in der Athener Bevölkerung hervorgerufen. Die Herren der medizinischen Fakultät erschienen zwar persönlich im Institut, um sich für die Einladung zum Empfang zu bedanken, nahmen aber am Empfang nicht teil. Der Dekan der medizinischen Fakultät, der wie überhaupt die überwiegende Zahl der griechischen Mediziner lange Zeit in Deutschland studiert hat, stattete mir nach einigen Tagen einen längeren Besuch ab, indem er mir das Fernbleiben der Mitglieder der medizinischen Fakultät zu begründen suchte und um mein Verständnis für die Lage bat, in der sich die Herren befunden hätten. Ja, das als ein paar kleine Auszüge, die diese Wanderung zwischen den Fronten zeigt, die Fahner machen musste und die einen gewissen Einblick in die Atmosphäre des Instituts zu dieser Zeit geben. Okay, wir werden auf jeden Fall darauf zurückkommen und sprechen. Frau Gramenu, im DWI, das DWI wird besucht von deutschsprachigen Griechen, vor allem Athener, beziehungsweise auch von Leuten, die auch in Deutschland studiert haben. Ich habe mir einige Namen notiert, abgesehen von Nelly Andrikopoulou. Nicht zu vergessen, Nelly Andrikopoulou war eine sehr interessante und wichtige auch Künstlerin. Und für mich hinzu kommt, dass sie auch das schwierige Unterfangen geschafft hat, also die Einbahnstraße von Walter Benjamin auf Griechisch zu übersetzen. Zu Gast sind Nelly Andrikopoulou, Cornelius Castoriadis, habe ich gelesen, also im Buch, der bekannte spätere Philosoph. Am Anfang nur. Linos Politis, Mimi Kakranaki, also ich erwähne bloß Namen, die wir in unserer Jugend und in unserer Studienzeit
zuerst kennengelernt haben und die waren für uns auch sehr wichtig, entweder aus der Philosophie, der Kunst oder der Literatur. Andrikopoulou gehört zu der sogenannten Mataror-Generation, das sind die griechischen Stipendiaten des Institut Français d'Athènes, die nach Paris durch die französische Unterstützung quasi emigrieren, sozusagen, ja, entflohen sind, durch die Unterstützung von Millex und so weiter. Aber es gibt drei Personen in diesem Institut: Rudolf Wagner, Grimm und last but not least Peter Kulmas. Also wir haben hier so eine Strukturierung sozusagen dieser Institution. Was verbindet alle diese drei Personen im Rahmen ihrer kulturellen Arbeit? Ja, also in diesem Institut gab es eine Synthese von vielen Ländern, also die deutschen vielen Ländern und von diesen deutschfreundlichen Griechen, die entweder irgendwie in diesem deutschen Geist... Nee, die waren nicht deutschfreundlich. Die waren an der deutschen Kultur interessiert, ja, genau. Und waren nicht unbedingt deutschfreundlich im politischen Sinne damals. Nein, ich meine nicht im politischen Sinne. Also ich meine nicht im politischen Sinne, sondern die waren in diesem deutschen Geist, in diesem deutschen Kultur. Ja, genau, die hatten Einfluss von diesem. Oder die waren so Griechen, die schon in Deutschland früher studiert haben. Also die waren irgendwie an diese deutsche Kultur so gebunden. Mhm. Ja, wolltest du? Nee, ist ein Blödsinn. Ah, okay. Ich sag gleich was. Ich wollte noch einen Namen erwähnen, also Christos Karousos. Der war noch ganz eng befreundet mit Fahne und mit dem Deveni. Mhm. Ganz nach dem Ausbruch des Krieges hat er von dem Deutschen Archäologischen Institut gekündigt. Aber trotzdem war er einer der wichtigsten Besucher von dem DWI und auch Freund von Fahne. Ja, also ich glaube, es gab noch andere Namen, die ganz bekannt waren, also wie Viron Theodoropoulos, genau. Und genau. Kostas Maroudas noch und Kitsos Maltesos auch, du hast mir ja schon was erzählt. Ja, von auch sehr, ja. Auch sehr am Rande. Mhm. Isidora Rosenthal, Kriaras, glaube ich noch. Kriaras, ja, also der Kriaras, es gibt noch eine komische Geschichte mit Kriaras. Kriaras war verhaftet in diesem Konzentrationslager von Vuillermenie. Und unter Hinweis von Fahne, der wurde von einem sicheren Tod gerettet, also von der Hinrichtung. Mhm. Also Fahne hat auch so in diese, hatte so eine finnländische Ausrichtung auch in dem Sinne. Was interessant ist, ich will nicht unterbrechen, ich gehe noch mal kurz rein. Es gibt, was man vielleicht sagen sollte, die Erinnerungen von Fahne, die Stefano herausgegeben hat im Bildau Verlag. Die sind sehr interessant und die erzählen die Geschichte des Deutschen Wissenschaftlichen Institutes von Seiten seines Gründers und seiner Mitarbeiter. Die Gegengeschichte ist die, und das ist eben die verschiedene Wahrnehmung, von der Stefano spricht, die nirgendwo je erschienen ist, und also ich glaube, du warst vermutlich die Erste, sind die Leute dort, sind die Studenten, sind die griechischen Studenten. Warum gehen die dahin? Wie gehen die dahin? Wer sind das? Und es ist höchst erstaunlich, denn es von linken Trotzkisten, die im Widerstand waren, wie Castoriadis zum Beispiel, wie andere, die in die Berge gegangen sind, die Elena Sofizia, die später dann mit Melbo Merlier viel Volkskunde getrieben hat, bis hin zu rechten Kollaborateuren, wie dem Yorgos Simos, dem bei der Befreiung dann Nellys Bruder, der ebenfalls im Widerstand war mit den Briten, den Kopf gerettet hat. Eventuell auch noch Vidal, wo eine jüdische Freundin meines Vaters. Wie kann es sein, dass in einer Art Oase, in einem Krieg, in dem die Fronten verhärtet sind und in dem ein Gang zu einem deutschen Institut sicher das Odium der Kollaboration mit sich trug. Wie ist das dann trotzdem, wie war das möglich? Denn wie konnten die Leute ja wissen, auch sie selber, ich meine auch Nelly und andere wussten natürlich, dass Fahne gegen die Nazis war, wussten aber natürlich auch nicht, dass er im Widerstand war.
Und das konnte er ja nicht sagen. Also diese ungeheure Vielfalt, die sich in diesem Institut getroffen hat, das ist so erstaunlich. Nicht? Also von allen Seiten ging die, im ganzen Spektrum. Und das gibt dann ein Geschichtsbild, das dem normalen schwarz-weißen Geschichtsbild diametral entgegengesetzt steht. Ja? Und jetzt noch ganz kurz zur Rollenverteilung. Also mein Vater war gar nicht im deutschen Wissenschaftsinstitut, also war gar nicht im DWI offiziell tätig. Er war Assistent von Fahnder an der Uni und ist einfach mit übernommen worden und hat das dann aber aus der Taufe gehoben und war dann also die ganzen Jahre lang dort. Also nicht die ganzen, er ist ja dann nach Deutschland zurückgegangen. Und gibt es immer auch den Grimm, sein Sohn ist hier, seine Enkelin ist auch hier, der die Sprachabteilung leistet, aber dann die Stipendien an diejenigen vergab, die in Deutschland studieren wollten. Und der dann also in dramatischer Art und Weise auch von den Franzosen gerettet wurde, weil er nicht mit den Deutschen gearbeitet hat. Nicht? Also, ja. Bitte. Darf ich was fragen? Natürlich. Also ich bin wahrscheinlich in einem schlechten Film gewesen, weil dieser Film war doch nicht über die Geschichte dieses Instituts. Nein, war es auch nicht. Ja. Und jetzt höre ich hier, ich hab keine so große Kenntnis über dieses Institut, aber ich habe mich auch mit dem idealistischen Philhellenismus der Deutschen während der Nazizeit beschäftigt. Und ich glaube, es ist schon ziemlich gewagt zu sagen, dass dieser Institut, Sie haben das doch in dem Film selbst gesagt, dass an dem im Jahr, wo dieses Institut gegründet wurde, die griechischen Hochschulen geschlossen worden sind. Ja. Und ich meine, in diesem Zusammenhang zu sagen, dass dieses Institut keine politische Funktion hatte, also das hat aber niemand gesagt. Ich will die Geschichte dieses Instituts nicht diskutieren, weil ich davon zu wenig weiß. Aber diese Aussage, diese apologetischen Aussagen, diese unpolitisch-apologetischen Aussagen, finde ich irgendwie unerträglich. Was ich gut fand, und den Film finde ich ausgezeichnet, ist, dass Sie sich wirklich mit der persönlichen Geschichte Ihres Vaters beschäftigen und das. Ich finde den Film auch entzückend, weil er so wirklich ehrlich unpolitisch ist. Ja? Ihnen geht es nicht um irgendwelche politische Einordnung, Ihnen geht es darum, Ihren Vater mit all den Widersprüchen zu schildern, eines idealistischen, im Grunde unpolitischen Menschen, der in diesem Krieg irgendwie durchkommt. Und da höre ich jetzt auf, der letzte Satz von ihm ist, ich habe verloren. Ja, das ist der letzte Brief aus dem letzten Brief. Ich habe verloren, aber ich habe doch recht gehabt. Nein, aber ich glaube an den endlichen Sieg des Besseren. Und damit glaubt er es optimistisch. Ja, der war eben irgendwo außerhalb. Ja, ja, Moment. Also erstmal vielen Dank für Ihre Frage und Ihre Bemerkung. Ich glaube, niemand von uns, und ich ganz bestimmt nicht im Film, haben je gesagt, dass die deutschen wissenschaftlichen Institute unpolitisch gewesen wären. Im Gegenteil, sie hatten eine ganz klare politische Rolle, eine kulturpolitische, aber auch eine politische Rolle, indem sie in den besetzten Ländern den Nazis, die geistigen Eliten, zur Kollaboration ranführen wollten. Das war in Prag, wo ich herkomme, so, genauso. Ja, einen Moment. Damit ist von unpolitisch überhaupt keine Rede. Das Deutsche Wissenschaftliche Institut in Athen, ob es Ihnen nun gefällt oder nicht, war eine Ausnahme. So, diese Ausnahme ist sehr schwer zu recherchieren. Sie ist von der einen Seite von den Erinnerungen von Fahnder, der eben dieses Institut gegründet hat und der ja ein sehr politischer Mensch war letztendlich, also Stefan wird das sicher besser sagen können als ich, aber der immerhin sein Leben aufs Spiel gesetzt hat für eine Sache. Ab einer gewissen Zeit. Ja, das ist eine zweite Frage, aber er hat es ermöglicht, dass in diesem Institut, abgesehen von seiner politischen Rolle, also von seiner Rolle
im Attentatsversuch am 20. Juli 1940, dass dieses Institut eben nicht der offiziellen Kulturpolitik der Nazis zur Verfügung gestellt wurde. Er hat, was dann auch andere, also alles ist ja in so einem Film auch nicht so, und das Deutsche Wissenschaftliche Institut ist ja auch nicht das Hauptthema dieses Films, da haben Sie völlig recht. Es gibt andere, zum Beispiel der Kommandant, der Elas, der dann den Athenern, also der Widerstandsbewegung, hat Fahner einen Brief zukommen lassen, sagen, wenn wir in Athen einmarschieren, Ihnen passiert nichts, weil wir wissen, auf welcher Seite Sie stehen. Also, jetzt zu meinem Vater, den Sie als unpolitisch, sagen wir mal, charakterisiert haben. Ich hätte jetzt auch gegeißelt sagen können, aber wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob er unpolitisch war. Er war ganz bestimmt kein Held. Er stand zwischen zwei Kulturen und war verzweifelt darüber, dass Deutschland, aus dem er kam, dass es dieses Deutschland nicht mehr gab. Das heißt, das Deutschland vor den Nazis, das idealistische Deutschland, Hölderlin, Hegel, Herder, das europäische Deutschland. Und er war in Griechenland und konnte da zwischen den Stühlen auch nicht existieren. Das heißt, er war zerrissen wie eine Sardine, wie Nelly das so schön sagt. Aber, und da haben Sie völlig recht, das ist für uns heute Abend auch sehr schön, weil dann haben wir den Film sehen können, der wollte überleben und hat auch völlig recht. Die Mehrzahl der Leute wollen erstmal überleben. In Griechenland ist es natürlich dann trotzdem so gewesen, dass ein sehr großer Teil der Personen und der Leute in die Widerstandsbewegung gegangen ist, die eine der stärksten überhaupt war in ganz Europa, mal von Tito mal abgesehen vielleicht. Ja. Also, und genau das war mein Objektiv, mein Ziel in diesem Film, zu erklären, dass es in historischen Situationen zu verschiedenen Wahrnehmungen kommen kann, die sich überschreiten, überlappen, die alle ihre Legitimität haben irgendwo. Natürlich ist es sehr viel, wäre es sehr viel einfacher zu sagen, okay, mein Vater war in den Bergen und war ein Held und war ein Kapitänius und wäre dann am Ende vermutlich in Taschkent, wenn er überlebt hätte, irgendwo als Auslandsexilkrieg dort gewesen. Aber was soll der Quark? Es geht eben um die Komplexität einer historischen Situation, die extrem politisch ist und in der es sehr schwierig ist zu überleben. Und alle drei Personen, sowohl Fahner wie Nelly, die noch eine ganz andere Geschichte hat, ich will jetzt auch nicht zu lange reden, haben in derselben historischen Situation verschiedene Wahrnehmungen und verschiedene Aktionen und Reaktionen auf die historische, damals eben nicht historische, sondern einfach aktuelle Wirklichkeit gehabt. Und das zu zeigen ist wichtig. Denn auch heute, auch in vielen anderen Ländern, wo heute Diktatur herrscht, erleben die Leute das anders. Und es ist nie schwarz-weiß. Da, wo sie recht haben, das allgemeine Bild der deutschen Besatzung in Griechenland ist nur grauenvoll. Es ist schwarz-schwärz am allerschwärzesten. Aber auch da hat es eben einen hellen Punkt gegeben. Und das Deutsche Wissenschaftliche Institut war einer dieser lichten Punkte. Ich zitiere Sie selber, mit allen Ihren Widersprüchen, mit allen seinen Widersprüchen. Denn damit dem so sein konnte, musste selbstverständlich Fahner, und das kann man auch moralisch, wenn man will, richten, aber er musste natürlich auch mit den Besatzern und den Nazis, die er persönlich hasste, zusammenarbeiten. Natürlich. So, wer wirft da einen Stein? Also ich würde das heute nicht tun, einen Stein werfen. Wer kann das? Wer kann heute Leute richten, die damals in einer historischen Situation, weil uns die also ungemein viel komplizierter war als die, in der wir heute leben. Und damit, also das Einzige, wie ich sagen, den Vorwurf des Apolitischen, ja, den lehne ich ab. Ich glaube, ich habe damit geantwortet. Wie wird das heute in Griechenland gesehen?
die Rolle dieses Instituts. Oder lass uns ein bisschen zur Seite jetzt diese Diskussion, aber, damit wir... Das ist aber eine kluge Frage. Ja, aber die können wir für das Ende behalten, dass wir... Oder willst du gleich... Ich kann ganz kurz sagen, der Film ist in Griechenland ein riesiger Erfolg. Das Deutsche Wissenschaftsinstitut ist, das wird Evi vielleicht am besten sagen können, in Griechenland total unbekannt. Kein Mensch kennt diese Geschichte. Es gibt keine Quellen. Wären die ersten Bücher von Phaedra Kotsoukou, jetzt deine Masterarbeit, die sind aber auf Deutsch erschienen. Vermutlich hätte es diesen Film gegeben, würde in Griechenland kein Mensch von dem Deutschen Wissenschaftsinstitut überhaupt erfahren haben. Ja? Okay. Gerechterweise muss man auch sagen, dass diese Ausnahmesituation in Athen, wie dieser Spielraum, den Farmer hatte, das war nur möglich dadurch, dass er von einigen Personen in Berlin gedeckt wurde, die prominente Stellen im Ministerium hatten. Also zum Beispiel der Direktor des Reichserziehungsministeriums, Dr. Skurla, der Direktor der Kulturabteilung des Auswärtigen Amts und der deutsche Botschafter in Athen, Prinz Erbach, waren alle Mitspieler in diesem Spiel. Bevor er seine Stellung angetreten hatte, ließ er sich versprechen von Dr. Skurla, dass er Freiheit hätte, ein richtiges wissenschaftliches Institut aufzubauen. Und Skurla hat ihm von Anfang an gesagt, am zweiten Tage Ihrer Amtseinführung werden Denunziationen eintreffen, vergessen Sie das, ich werde das in Ordnung bringen. Und so hat er Wort gehalten. Also es gab auch Ausnahmeerscheinungen innerhalb der Bürokratie des Narzissmus. Mhm. Danke. Erlauben Sie mir auch eine Zwischenbemerkung auf die vorangegangenen, auf das, den vorangegangenen Kommentar. Ich kenne Demon 20 Jahre lang und er ist so bescheiden, dass auch wenn er einen Film über einen politisch aktiven Vater machen wollte, er würde wieder so ein Low Profile behalten. Und deswegen, also es geht nicht hier um Politik, es geht hier um Kultur und inwiefern kann Kultur als Brücke zwischen zwei Nationen, zwei Sprachen, zwei Geschichten und zwei natürlich auch Kulturen im engeren und im breiteren Sinne, welche Rolle sie spielen kann. Deswegen also finde ich also diese in Anführungszeichen Vorwurf des unpolitischen Dokumentarfilms nicht ganz gerecht, meiner Meinung nach. So, das ist Geschichte, genau. Und für uns Griechen, das ist ein sehr wichtiger Beitrag zu diesem Dialog, zu diesem fälligen und überfälligen Dialog, denn dank solcher Initiativen einiges also Wichtiges dazu beitragen. Ich möchte jetzt ein Wort doch noch dazu sagen und dann lasse ich euch wieder weiterreden, es tut mir leid. Ein Wort noch. Was ist überhaupt Geschichte? Die große Schwierigkeit, Geschichte darzustellen, besteht nicht nur in der Tatsache, dass wir weit weg sind, zeitlich, und damit irgendwie Sachen von oben betrachten und gar nicht wissen, wie es war. Daher sind eben die Zeitzeugen und die Briefe interessant, weil sie uns erlauben, im Präsens zu sein. Das ist, glaube ich, eine der Voraussetzungen überhaupt für die Übermittlung von Geschichte, in welchem Medium es sei, ob es Film ist oder Literatur. Und die zweite große Schwierigkeit, man muss natürlich einen synoptischen Blick haben, damit das einen Sinn hat, sonst kann man die Zeitzeugen auch nicht verstehen. Nur die zweite große Schwierigkeit ist, was man die Simultanität der Geschichte nennen kann. Um was zu erzählen aber, egal ob im Film oder in der Literatur, muss man eins nach dem anderen sagen. Ein Wort kommt nach dem anderen, ein Satz kommt nach dem anderen. Geschichte ist aber gleichzeitig, immer gleichzeitig und ungeheuer komplex. Das heißt, man kann gar nicht alles gleichzeitig erzählen. Daher braucht man dann eben auch diesen Blick letztendlich doch von oben. Am Ende wissen wir es eben doch nicht, wie es war. Am Ende wissen wir es doch nicht. Deswegen, ich habe am Anfang in Athen bei der Uraufführung gesagt, der Film ist ein Spielfilm. Nicht Spielfilm, ist eine Fiktion. Denn ich weiß nicht, ich kann nicht wissen, nicht ich persönlich, wir, trotz der Erzählung unserer
Eltern, Großeltern, die das miterlebt haben, wir können nicht wirklich wissen. So. Da gibt es viele Wortmeldungen. Ja, sag mal, lass mal die... Darf ich vorstellen? Du wolltest es auch tun, aber... Das ist meine Mutter. Die Mutter hat es immer eilig. Es ist die Frau von Peter. Ich wage, was zu sagen, obwohl ich bin unterwegs. Also du Rudolf sagst, Grimm, der mir mehr erzählt hat im Laufe der Zeit als Peter Kulmers, erzählte mir ziemlich spät in seinem Leben, also in mehreren Telefonaten, mindestens zweimal im Monat, ganz spät sind wir telefonisch sehr nahe gekommen und erzählte dieses nicht von der Simultaneität, der Geschichte, wofür ich dir eigentlich recht gebe, sondern von der Nichtmöglichkeit des Verständnisses, weil man heute das nicht verstehen kann, was gewesen ist. Das ist so, wie du sagst, dass das eine nach dem anderen kommt und wir also dann nicht in dem Prozess drin sind, sondern heute das damals sehen. Und er hat jedes Mal darauf bestanden, indem er sehr viel erzählte, mehr als Peter Kulmers gesagt, dass man eigentlich es nicht verstehen kann. Dazu möchte ich fragen, was du da sagtest, dass mehrere Leute da waren, verschiedene politische Couleur als Studenten. Die Antwort hast du aber nicht gegeben. Wieso? Ich habe keine Antwort. Du hast keine Antwort. Ich habe keine Antwort. Ich wollte, wie gesagt, es nur ist, von Grimm sprechen, der das also wirklich ganz dezidiert sagte, ihr könnt es nicht verstehen. Miltos. Ja, deine Stimme ist stark. Wegen der Aufnahme. Ach so. So, ich freue mich sehr über diese Diskussion. Ich spüre genau dieselbe Ambivalenz während dieses Gesprächs, die ich sehr oft bei Gesprächen mit Elvi Gramengo während der Zeit, wo sie ihre Magisterarbeit geschrieben hat, gespürt hatte. Ich finde, dass es wirklich spannende Themen angesprochen worden sind und auf recht unterschiedlichen Ebenen. Da gibt es natürlich die ästhetische Ebene, was ein Dokumentarfilm bzw. ein Spielfilm, wie du so schön gesagt hast, das heißt, wie eine Form zwischen Fiktion und Geschichte vermitteln will, um was zu verstehen. In deinem Fall was Familiäres, in unserem Fall eigentlich unsere Vorgeschichte. Es gibt andererseits die zweite Ebene, wie alle diese Protagonisten dieser Zeit im Laufe der Zeit über die Vergangenheit erinnern möchten, beziehungsweise Aspekte der Vergangenheit vergessen möchten. Und das ist eine Kondition des Weiterlebens, auch für diese Opfer und Täter. Ja. Und das ist eine strangende Sache. Und da gibt es eine dritte Sache, die ich sehr spannend finde, und das ist die eigentliche Frage Kultur und Politik. Da sind wir irgendwie in die Diskussion eingesprungen. Ich denke, wir sollten diese drei Ebenen auseinandernehmen und in unterschiedliche Richtungen denken. Was ich so spannend finde in dieser Episode DWI und in deinem Film über eine Liebe in den Zeiten des DWI, ist eigentlich, wenn ich das so sagen darf, dass es eine Liebe ist, die ganz einfach eine unglückliche Liebe gewesen ist. Und dass das DWI eine Niederlage gewesen ist. Und dass all das, was dort ausprobiert worden ist, eigentlich eine Niederlage für die kulturellen und wissenschaftlichen deutsch-griechischen Beziehungen gewesen ist. Also ist die Geschichte, ich sage das so ein bisschen plakativ, des Verlustes der Unschuld. Die Leute, die wir gesehen haben, die Leute Fahner, Peter Kulmers, waren Leute, die unschuldig waren. Die lebten in einer Unschuld, so versuche ich sie zu verstehen. Einfach aber die Geschichte war nicht drauf.
die Geschichte funktioniert tatsächlich so, dass man irgendwie auch die eigene Schuld übernehmen soll. Und das ist das Interessante und auch das Dramatische. Und auf der Frage von Danae vielleicht zurückzukommen, warum waren da Leute von jedem Couleur? Weil die deutsch-griechischen Beziehungen, Kultur und Wissenschaft vor dem Zweiten Weltkrieg eine hegemoniale Geschichte des Wissens- und Kulturtransfers in Richtung sind. Weil Leute aus allen politischen Ecken Interesse in Deutschland hatten. Weil die griechische Universität in Deutschland studiert hat. Weil man wollte, dass auch ein bisschen George und antike Begeisterung verstehen will. Und dann kam einfach der Nazismus. Und dieses Bild wurde so zerstört, dass Nelly und dein Vater nicht zusammen bleiben konnten. Das Fahner, ich glaube, wenn ich das, wenn ich würde sehr gerne diese Notizen lesen in der Zeit, ob man da, ob er langsam versteht, dass es so nicht geht, dass man mit diesem Regime nicht mehr aushandeln kann. Und dann hat er keine andere Möglichkeit, als die Schuld tief, denke ich, anachronistisch zu spüren. Er ist die Katastrophe der Beziehungen, glaube ich. Es geht nicht um Kultur und Politik, es geht um, wie Kultur nicht möglich ist, nicht möglich sein könnte. Also, so, ich weiß nicht, ich würde gerne, wie sowas kommentieren würde. Soll ich jetzt antworten oder? Kannst antworten, ja, kannst, und dann habe ich eine Frage an meine Also, das waren jetzt drei Fragen, das waren jetzt drei Ebenen. Ich bin im Großen und Ganzen einverstanden mit dem, was du sagst, Milto. Es ist natürlich eine große Ambivalenz in der Geschichte. Ich glaube auch, dass es vielleicht um Verlust von Unschuld geht. Wahrscheinlich eher unbewusst. Dem stand das Überleben entgegen. So, und dann kommt die Frage, ich spinne mal weiter, wenn ich mich jetzt richtig an deine Fragen erinnere, dass die Geschichte, der ist das natürlich egal, die geht weiter, die ist da, da wäre mein Vater mit dir einverstanden, das ist sozusagen eine Struktur, die dem Ganzen unterliegt und die uns überrollt hat, oder uns zumindest, also oder die drei Figuren in diesem Film, einfach zerrissen hat. Jede auf eigene Weise und auch die Beziehungen zwischen ihnen sind am Ende dann ja zerrissen worden. Jetzt, wie man sowas ästhetisch löst, ist eben, ich habe da eben ein bisschen angefangen. Das heißt, da alles gleichzeitig ist, muss man auch darauf achten, sich zu sagen, dass die Bilder und vor allen Dingen die Archivbilder nicht, also eigentlich mehr Sachen schon verstecken, als die sie aussagen. Das heißt, ich habe sie deswegen verfremdet. Es sind ja viele Stilmittel angewandt, es ist verlangsamt worden, die Bilder. Ich habe sie zum Teil eingefärbt, ich habe zum Teil das damalige Korn noch verstärkt. Gut, das wollen wir nicht über Technik jetzt reden. Aber ein Großteil dieser Bilder zum Beispiel sind von deutschen Soldaten, die damals in Athen stationiert waren, gedreht. Zum Beispiel viele normale Szenen, also in den Cafés und in den Schaukeln und dies und jenes. Demgegenüber stehen dann zum Beispiel Bilder, die eigentlich einzigen Bilder, die in Griechenland je gedreht worden sind, Anfang der 40er Jahre, diesen Hunger und diese entsetzlichen Repressalien, die diese aufgehängten Menschen zeigen, die aneinander zu schneiden zum Beispiel, das erzeugt ja auch was. Die einen sind blau, die anderen sind rosa eingefärbt. Also es gibt da jede Menge von Sachen. Und ich glaube, das ist der Witz. Man muss immer sagen, der Blick eines Zuschauers muss auf die Geschichte nicht als einen plakativen Bericht gerichtet werden, sondern auf irgendetwas, was im Prozess ist. Das heißt, es muss die Blickrichtung des Auges irgendwo auf die Grenzen gehen, da wo die Sachen sich irgendwie ein bisschen ändern. Und
dann muss man eben auch, und da bin ich also bin ich sehr dankbar für die Frage, sich überlegen, was ist überhaupt Erinnerung? Ich meine, jedes Zeitzeugnis ist sehr subjektiv eins, und wenn ich mich heute an Dinge erinnere, gehe mal von was ganz Dummes aus, eine Kindheitserinnerung zum Beispiel. Also ich, meine Kindheit war auch sehr politisch, weil meine Eltern sehr mit Ulrike Meinhof befreundet waren, zum Beispiel. So, und ich habe also die ganzen Terroristengeschichten mitbekommen in Deutschland der 70er Jahre. Ich habe damals vor 20 Jahren einen Film darüber gemacht, wenn ich ihn heute machen würde, ich würde mich an ganz andere Dinge erinnern. Das heißt, die Erinnerung ändert sich. So. Und es gibt einen amerikanischen Neurologen, der heißt Israel Rosenfield, glaube ich irgendwie so. Der hat also herausgefunden, dass die wahre Funktion des Erinnerns eben des Gedächtnisses, Entschuldigung, die wahre Funktion des Gedächtnisses nämlich überhaupt nicht das Erinnern ist, sondern de facto die Auswahl und damit das Vergessen. Und je nach der Situation, in der sich ein Mensch befindet, besonders wenn es um so Erinnerungen von traumatischen Ausmaßen geht, also Erinnerungen von dem Bösen, von Kriegsereignissen, von Sachen, wo man vielleicht Schuld hat, wie du sagst, oder die nicht, also lässt das Gedächtnis an die Oberfläche des Bewusstseins nur das rankommen, was dem betreffenden Zeugen entweder zuträglich oder schlicht erträglich ist. Denn es gibt Erinnerungen, das wissen wir ja so gerade in Deutschland natürlich, von Tätern und Opfern, die eine Person, wenn sie die bis zum Ende neu ausleben würden und neu übermitteln würden, zerstören würde. Und damit ist natürlich der Eintritt in die Geschichte ungeheuer erschwert. Und deswegen sage ich, ich meine das, ich habe das auch gesagt, das ganz bewusst, natürlich ist das eine Fiktion. Natürlich gibt es eine Unmöglichkeit, einerseits des Zeitzeugen wirklich zu berichten, andererseits gibt es die absolute Notwendigkeit, das zu tun, denn wir können ja nicht ohne Geschichte leben, es muss ja weitergehen irgendwie. Also bleibt ein Film und sicher auch ein Roman und sicher ein Gedicht, was weiß ich, immer eine Annäherung und damit zumindest teilweise eine Fiktion. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt geantwortet habe. Ja? Ich fand das einen ganz wunderbaren Film, und zwar nicht zuletzt wegen dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Es gibt gerade in Deutschland ein massives Bedürfnis, hat es gegeben, in Schwarz und Weiß einzuteilen. Und erst langsam kommt die Möglichkeit aus, da die Schwierigkeiten zu sehen. Ich komme aus einer Familie, mein Großvater, mehrere Brüder und Schwäger meiner Großmutter sind im Widerstand umgekommen in diesen Kreisen. Mhm. Und die waren allerdings nicht erst in der SA, sondern die haben seit 33 gesagt, die Sache geht schief. Mhm. Aber trotzdem waren in dem Umfeld so viele Leute, die einen Lernprozess durchgemacht haben. Wir auch in diesem Fall. Und die Stauffenbergs auch. Ich meine, da graust sich mir, was die Anfang der 30er Jahre für Vorstellungen hatten, mit unseren heutigen Vorstellungen. Und was sie getan haben von was sie getan an der Ostfront. Ja, aber was man dann, diese Konfrontation jetzt aus meiner Familiengeschichte und dem, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, innerlich zu wissen, was da alles für Kompromisse eingegangen werden mussten, um überhaupt überleben zu können und um überhaupt handeln zu können. Und gleichzeitig auf der anderen Seite dieses Schwarz-Weiß-Malen, die heldenhaften Figuren gegenüber den ganz Bösen. Und ich finde diesen Film ein wunderbares Beispiel, dass das langsam etwas aufgeweicht wird, dass hier die ganze Widersprüchlichkeit einer Situation klar wird. Und das löst natürlich auch Reaktionen aus dem Publikum aus. Das war doch ein Böser, das war doch kein Smutscher. Und ich finde den Film unheimlich gut, weil er genau diese Schwierigkeiten und diese Widersprüchlichkeiten, wie Sie gesagt haben, hinterher weiß man es immer sehr genau, aber was im Moment wie eine Situation einzuschätzen ist, ist nicht immer selbstverständlich. Und dafür ein Verständnis zu bekommen, finde ich extrem wichtig, weil wir haben die gleiche Situation heute in anderen Ländern. Wir haben sie heute in der Türkei, wir haben sie woanders. Und da ist auch nicht immer alles ganz klar, wer ist gut, wer ist schlecht. Und das wird erst nachher deutlich. Und das Verständnis dafür aufzubringen, in welcher Schwierigkeit Leute sind und da trotzdem eine Linie zu behalten, ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und das zeigt der Film sehr schön. Vielen Dank. Kurze Frage, wenn es erlaubt ist. Klar. Also,
verstehe das alles, was Sie meinen mit der Zwiespalt mit der eigenen Geschichte. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass ich in eine Stadt, in ein deutsches Institut rein und rausgehe, in der Zeit, wo in der Stadt, wo ich lebe, 100.000 Leute verhungern. Durch die deutsche Schuld verhungern. Ja. Also da ist, glaube ich, richtig, dass man da die Unschuld verloren hat. Oder? Ja. Ja, selbstverständlich. Es ist unvorstellbar. Diese Geschichte ist unvorstellbar. Ich sage es. Wir wissen nicht, wie es war. Es ist unvorstellbar, wirklich. Ja. Und es hat es trotzdem gegeben. Ich habe da nicht gelebt. So, lass uns ein bisschen Diskussion weiterführen. Ich habe jetzt eine Frage an euch beiden, und zwar meiner Meinung nach, dass innovative im Gedankengut von Farner ist, dass er eigentlich sich von einer Winkelmann-Tradition Abstand nimmt bzw. differenziert. Also diese Hochidealisierung des antiken Griechenlands zum Teil, so wie ich das verfolgt habe, nicht nur durch den Film, vor allem durch. Inwiefern stimmt das? Also ist richtig mein Eindruck oder nicht? Beziehungsweise inwiefern spielen auch die quasi ein bisschen die mystischen Motive von Stefan George dabei eine Rolle zur Wahrnehmung und zur Rezeption der griechischen Realität und der Kulturpolitik? Und das ist eine Frage an euch beiden. Ich kann das schwer beantworten. Also ich glaube nicht, dass Stefan George nur mystisch orientiert war. Also man müsste auch den Realismus sehen, der Klar. in der Bewegung drin ist. Und zum Beispiel Stauffenberg war ja ein Stefan George Adept. Mhm. Also das ist auch nicht so einfach zu klassifizieren. Nee, bloß der Kreis hat so eine gewisse ja. Mystik hinterlassen. Also Farner hatte natürlich einen extremen Hang zur Ästhetik, zur Dichtung, zum Idealismus, aber er war gleichzeitig höchst real verankert. Wenn man seine Jugend bedenkt, er kam als Bauernsohn zur Welt und sein Vater war Großgrundbesitzer in Böhmen und er hätte eigentlich den Familienbetrieb des Bauernhofes weiterführen sollen und er hatte diesen unbedingten geistigen Trieb, der ihn auswandern ließ, nach Heidelberg zu Gundolf und gegen den Willen des Vaters das Studium zu ergreifen. Also es war nicht einer, der völlig abgehoben war, wie Nelly sagt, sondern er hatte sehr bodenständige Wurzeln und er wusste sich in dieser Welt zu bewegen, was ihn aber nicht hinderte, gleichzeitig eben Homer und das homerische Leben, Winckelmann, die Griechen, Pindar zu verehren. Und dieser Kontrast, das ist ja möglich innerhalb eines Menschen, dass man verschiedene Schichten und verschiedene Komponenten in sich austragen kann. Mhm. Ja. Ja, darf ich? Ja, eigentlich das geheime Deutschland von Stefan George und auch diese antike Bewunderung war eigentlich die zwei Ecksteine für die Gründung des DWI. Aber ich will noch was kommentieren, was Herbert Livaner schon gesagt hat über diese Niederlage von der Kultur und über das DWI. Also, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich würde nicht von einer Niederlage reden, und zwar nicht von einem Institut, das schon tätig im Krieg war und das Farner in diesem Institut diese Gelegenheit hatte, seine viel längste Ausrichtung zu zeigen. Und zwar nicht nur wegen dieser antiken Begeisterung und dieser antiken Bewunderung, sondern dass er auch, er lenkt auch seinen Blick auf die neugriechische Sprache und auf die Gegenwart und auch auf die neugriechische Kultur in dieser Zeit, in der auch die anderen ausländischen Geisteswissenschaftler, also das Interesse für die Negrazistik, von der neugriechischen Sprache und Kultur, noch sehr, das Interesse war sehr schwach ausgeprägt. Und ich kann nicht so von einer Niederlage reden, weil wir sind hier jetzt in
in dem Neogrätsistik. Und das war sehr wichtig auch in dem Krieg, dass eine antike Begeisterte hat auch das moderne Griechenland und die neugriechische Sprache und die neugriechische Kultur gesehen, und zwar im Krieg und unter diesen Umständen. Der hat Solomos übersetzt, der hat über die neugriechische Geschichte gesprochen und der hat immer betont, dass wir sind eigentlich ein Institut für den Kulturtransfer zwischen den beiden Ländern. Ich habe fast alle 16 Geschichten von allen anderen Instituten gelesen und es gab nur, ich kann das nicht sagen, es gab nur ein einseitiges Interesse an die deutsche Kultur. Die wollten eigentlich die deutsche Kultur fordern und das hat Fanel nicht gemacht. Der hat eigentlich um Kulturtransfer zwischen Griechenland und Deutschland gekämpft und das finde ich sehr wichtig. Das war auch eine Seite seiner vielen längste Ausrichtung, auch in der Praxis, dass er das gemacht hat. Ja, weil du die Frage stellst, wollte ich auch noch was zu sagen. Ich würde, obwohl ich glaube, dass Evi recht hat mit dem, was sie sagt, ich würde trotzdem von der Niederlage sprechen. Aber ich weiß nicht, ob in dieser heroischen Niederlage nicht vielleicht der Sieg steckt. Der wirkliche Sieg. Denn in dem Fall ist der Versuch viel mehr wert als das Ergebnis. Also, ich stelle es mal als Frage in den Raum. Sehidealist. Ja, ich bin ein Idealist. Das ist zwar wahr, aber ich bin da so meines Vaters, der eben gesagt hat, ich habe immer auf das Gute gesetzt, ich habe schwer verloren und ich habe doch recht. Ich glaube halt an eine gewisse Permanenz der Dinge und ich kann deswegen sehr gut verstehen, dass in einer Niederlage letztendlich trotzdem ein Sieg zumindest als Samenkorn, das irgendwann mal aufgehen könnte, steckt und dass eben in diesem Kampf es trotzdem zu säen irgendwo auch eine Größe liegt. So. Eine Zwischenfrage, bevor Sie zu sprechen kommen. Ich habe eine Frage an euch drei, und zwar ist eine technische, historische Frage. Gab es eine Koordination dieser drei Eckpfeiler, also Deutsches Archäologisches Institut, DWI und Deutsche Schule, in einem breiteren organisatorischen oder anderen Rahmen oder nicht? Ja, es gibt eine Aussage von Fahne, der hat gesagt, dass er keine gute Beziehung mit dem Deutschen Archäologischen Institut hat, auch nicht mit der Deutschen Schule, mit Alfred Romain, der auch der Leiter der damaligen Deutschen Schule war. Also der hatte keine Beziehung und der hat immer auf ein Treffen so immer vermieden. Also der wollte keine Beziehung haben, weil die haben immer die offizielle Linie gefolgt, obwohl er das nicht gemacht hat. Also der hat das nicht gemacht. Also es gab keine Koordination, das meine ich. Okay. Ja, zu dem, was gerade diskutiert worden ist über die Niederlage, fällt mir ein etwas, was Farmer immer wieder gerne zitiert hat. Er hat ja selber Homer übersetzt und da kamen immer zwei Verse vor, die ihm immer besonders ins Auge stachen und im Ohr blieben. Und das ist: all dies fügten die Götter und sie verhängten Menschen Untergang, dass ein Gesang den künftig Lebenden werde. Ich glaube, das sagt etwas über seine Haltung zu dieser Frage der Niederlage aus. Und natürlich muss man auch bedenken, was die Ausgangslage war zu seiner Übernahme dieses Postens in Athen. Er war zuerst glaubte er an die neuen Möglichkeiten des Narzissmus, dass sich da Möglichkeiten eröffnen zu einem tiefgreifenden Umbruch, den man geistig beeinflussen konnte. Und schon in seiner Professur in Heidelberg 1935 hat er sich zerstritten mit den Nazis nach seinem Vortrag über das Schicksal, dass die Dichtung im deutschen Schicksal, wo er Ansichten vertreten hat, die dem dogmatischen Prinzipien der Nazis völlig entgegengingen. Er ist dann richtiggehend verfolgt worden, eine Hetze ist gegen ihn organisiert worden und es drohte ihm die Amtsenthebung, der er nur durch einen selbst eingegebenen Entlassungsgesuch begegnen konnte. Und er hielt darauf ein Lehrverbot in Deutschland ab 1935. Das heißt, seine ganze akademische Existenz
war vernichtet nach dieser Heidelberger Antrittsvorlesung. Und 3 Jahre später, dank diesen Beziehungen mit diesen besonderen Personen im Reichserziehungsministerium, kam er dazu, diese Stellung in Athen anzunehmen. Und weil er versuchte, da Möglichkeiten für ein besseres Wirken neu zu gewinnen. Also die Stellung an der, er war Austauschprofessor an der Uni Athen. Und erst als die Uni Athen nach dem Einmarsch der Deutschen geschlossen wurde, hat er dann das Institut gegründet. Also, ja, bitte. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dass Griechenland in der Zeit, wo das Land überfallen wurde, eine faschistische Diktatur war, vom Metaxa. Und das wird auch irgendwie nicht berücksichtigt, dass er natürlich in einem faschistischen Land wirken konnte. Und wenn die Griechen nicht überfallen worden wären, wären sie vielleicht in der Koalition gewesen später. Oder sehen Sie das anders? Ich habe Geschichte studiert und deswegen sind mir die Was-wäre-wenn helfen mir nicht weiter. Sie haben aber recht. Natürlich war Griechenland eine faschistische Diktatur. Natürlich waren auch die Regierungen danach Quisling-Regierungen. Natürlich war auch der, glaube ich, von Fahner sehr geschätzte Erziehungsminister, Linus Politis, Erziehungsminister in einer Kollaborationsregierung. All die Geschichten sind natürlich wahr. Ich glaube, die Frage galt ja dem, all das in den Film nicht mehr mit reingesteckt, das war zu viel. Es sind aber doch ganz am Anfang auch die Massenaufmärsche drin und der Brief meines Vaters eben genau, der König Metaxas am 4. August, also der Machtergreifung der Diktatur, die den Hitler, also den faschistischen Gruß jedenfalls zeigen. Also diese Komplexität ist natürlich auch schon drin. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal Stefano traf in der Schweiz und ich ihn gefragt habe, ob Fahner sich denn, während er in Griechenland war, bewusst war, dass er trotz seines Gegnertums zu den Nazis und obwohl er ja das Institut so gemacht hat, wie er es gemacht hat, sich bewusst war, dass er trotzdem Angehöriger der Besatzungsmacht war. Und du sagtest mir, du hattest keine wirkliche Antwort darauf, aber selbstverständlich wusste er es. Und eben genau das ist das Interessante. Das waren eben diese Widersprüche und Kompromisse einer historischen Situation, die das überhaupt erst ermöglicht hatten. Und komischerweise ist das heute in Griechenland sehr viel einfacher zu vermitteln, der Film kommt sehr viel besser, als in Deutschland, wo mir häufig vorgeworfen wird, du schlägst nicht genug auf die Deutschen. Wir Deutschen waren alle schlecht und böse. Nun bin ich halb Deutscher, halb Grieche, mir kommt das also irgendwie komisch vor. Und wer immer ein klein bisschen Geschichte studiert hat, weiß, dass die Dinge eben nie schwarz-weiß sind, sondern grau. Und dann gibt es also auch schwarz, auch weiß, in großer Hinsicht natürlich erst grau. Alle Schattierungen sind da. Und wie gesagt, ich sage das nochmal, das Bild ist natürlich schwarz. Die deutsche Besatzung Griechenland war grauenvoll, aber es gab eben auch diese kleinen Punkte und vermutlich jeder Mensch in sich selber hatte sowohl das Schwarz wie das Weiß, dass die einen mehr mutiger, die anderen weniger mutig. Aber das war alles eben doch sehr komplex. Ich habe eine Frage an Herrn Bianca. Was ist eigentlich aus seinem Nachlass, aus seinem Werk übrig geblieben? Also was Dokumente, Berichte und so weiter betrifft. Was haben Sie in Ihren Händen? Ich habe verschiedene nachgelassene Werke von Fahner herausgegeben. Seine Erinnerungen, seine Gedichte, seine Vorlesungen, sein westöstliches Rittertum. Er hat sich ja lange mit dem Rittertum befasst. Mhm. Und da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Aber vom Dewey ist nichts. Nein, nur die Erinnerungen. Die Erinnerungen, ja. Wobei meine, das Dewey ein Kapitel ist von seinen Erinnerungen. Aber er hat nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem
nach der Tragödie des 20. Juli hat er sich eigentlich ganz zurückgezogen aus dem öffentlichen Leben und nur noch mit seinem Freundeskreis gelebt und nur privat publiziert. Er hat kaum mehr öffentlich publiziert. Deshalb sind dann im Nachlass sehr viele Sachen noch geblieben, die ich dann veröffentlichen konnte. Frau Ramanou, aus dem DWI-Archiv in Athen ist was übrig geblieben? Welche Schwierigkeiten hatten Sie eigentlich? Ja, es gibt keine DWI-Archiv eigentlich. Es gibt nur eine Akte hier in Berlin, in Lichterfelde. Es gibt nur eine Seite in der ganzen Akte für die Schließung des DWI. Und das ist alles. Also es gibt nicht was anderes. Es gibt nur von der Sprachabteilung des DWI alles Dienstliches, weil die haben damals alles geschrieben. Und dann nur die privaten Quellen, die Herr Stefan und Jan sowie auch Timo und Klumasis und auch Felder und Zucker mir sehr freundlicherweise gegeben haben. Leider gibt es nicht was weiteres und dieser Artikel von Frank Rudger Hausmann in seiner Studie. Eine Frage. Es gibt noch. Bitte. Ja, nur eine kurze Frage. Es gab also keine Belege über Zahlungen. Es gab keine Belege über Zahlungen von Gehältern. Es gab keine regelmäßigen Berichterstattungen über die Leistungen des Instituts, keine Liste von Vorlesungen, keine Liste von Seminaren, nichts. Doch. Es gibt aber nur von der Sprachabteilung. In dem DWI gab es drei Abteilungen. Die wissenschaftliche Abteilung, wovon er auch zuständig war, die akademische Abteilung, die zuständig für die Vergabe von Stipendien an Studierenden war, und die sprachliche Abteilung. Also über die Zahlungen hat man eine Einsicht. Was gezahlt wurde? Was? Was gezahlt wurde an Honoraren und an Geldleistungen? An Geldleistungen. Ja, ich weiß nur, dass also die DWI-Abteilung, also in Griechenland, sehr teuer war. Also es hat gekostet ungefähr 75.000 Reichsmark pro Jahr. Aber sonst, ich weiß nicht, wie viel, zum Beispiel Fahne, wie viel Geld er bekommen hat oder so. Das gibt es leider nicht. Das gibt es nicht? Doch, also. Also nicht in. Also ich hatte keinen Zugang zu diesen Daten. Also okay. Hier, also so viel. Aber eine Liste von Veranstaltungsprogrammen, das gibt's. Und auch dieser Bericht, aber dieser Bericht betrifft nur den Zeitraum von. Dem letzten Semester, also von Januar bis Juni 1944. Und das ist alles, was wir haben. Und auch von Seiten derer, die Ihnen, die das Institut, also wie Sie gesagt haben, von Berlin aus doch also die schützende Hand darüber halten. Da gab es auch keine Briefe von diesen drei genannten Personen. Sie meinen persönliche Briefe? Naja, also Austausch, Korrespondenz mit Herrn Fahner von Berlin aus. Nein, das habe ich nicht sowas gefunden. Also es ist erstaunlich, aber Fahne hat eigentlich nichts gesagt. Ich habe nicht etwas von Dienstliches von Fahne gefunden. Nur ganz wenige Sachen, aber die waren ganz, ganz dienstlich. Zum Beispiel, wie viele Übersetzungen er machen möchte, was für Vorträge da in DWI stattgefunden haben. Aber auch, ich habe das Inhalt nicht. Den Inhalt habe ich nicht, leider nicht. Und gab es Austausch mit dem Winkelmann-Institut in Athen? Nein. Also mit dem Winkelmann-Institut in Athen? Nein. Aha. Ja, okay. Also der Weg war ganz klein und eng. Also dieser Kreis von den Mitgliedern und auch von den Besuchern war ganz klein und eng. Und auch die Auswirkung nach draußen war auch sehr eng. Also in der griechischen Sprache derzeit gibt es keinen Artikel, keine Ankündigung, also nichts für die Veranstaltungen von der DWI. Die Griechen kannten es kaum. Die Griechen kennen es kaum heute, die Griechen kannten es kaum damals. Also der Kreis war sehr klein. Ich glaube, Sie haben mir schon gesagt, dass Fahne nur persönliche Einladungen geschickt haben für die Vorträge und für die ganze Besucher. Das weiß ich nicht. Also ich weiß es nicht, aber es hat persönliche Einladungen gegeben, davon habe ich einige, das stimmt. Mhm. Also die Frage der Bezahlung, es hat sicher Sachen gegeben, wie es auch sicher Tätigkeitsberichte jedes Jahr gegeben hat, nur sind die nicht da.
Habt ihr die Forschungen von Frau Suzanne Marchand studiert und das Buch von Elsbeth Sünderhoff, Geschichte der deutschen Archäologie? Nee, also ich nicht, für meinen Film nicht. Aber also das sind jedenfalls die einschlägigen Forschungen im Augenblick. Susanne Marchand heißt die Frau. Ja, aber zum Deutschen, zum DWI. Down from Olympus heißt das Buch mit einer sehr genauen Nachzeichnung. Ja, ich kenne das Buch. Archäologie und Sünderhoff hat eine Geschichte der deutschen Kunstgeschichte mit den institutionellen Hintergründen geschrieben. Ja, ich kenne schon das Buch, aber das hatte nicht direkt mit dem DWI zu tun. Naja, es hat mit der Vernetzung der Institutionen in Athen und natürlich Berlin ausführlich zu tun. Aber es sieht so aus, dass das DWI überhaupt nicht vernetzt war. Also es war so ganz... Okay, aber das Geld hat er doch bekommen. Es muss doch geführt worden sein als ordinäres Institut. Ja, das Geld... Ja, das Geld hat schon bekommen, aber leider haben wir keine Daten über dieses Geld. Also, also wahrscheinlich schon, gibt's, aber ich hatte keinen Zugang zu diesen Daten. Okay, danke. Ich glaube, da muss man einfach damit rechnen, dass das Chaos des Kriegsendes hat einerseits vieles zerstört und andererseits ist ja der Bau selber des DWI-Instituts besteht gar nicht mehr. Also da ist eine fehlende das ist abgerissen worden. Aber ich, und schließlich weiß ich auch nicht, wie relevant diese Gehaltslisten wirklich gewesen wären für die Geschichte des DWI. Also ich kann dazu noch eine Anekdote beisteuern. Die stammte noch aus der Zeit des, als Fahner Professor an der Uni war. Das wird sich aber sich nicht geändert haben. Er wurde damals, und er hat darauf bestanden, nicht von den Deutschen, sondern von der griechischen Uni bezahlt, das heißt sehr schlecht bezahlt, und hat aber seinem Assistenten, nämlich meinem Vater, ein Gehalt ausgehandelt von den Deutschen, das höher als sein eigenes war. Was vielleicht auch einiges über die Person aussagt. Danach, das Institut ist abgerissen worden nach dem Krieg, in den Wirren des Kriegendes ist einfach nichts mehr da gewesen. Es ist ja auch viel vernichtet worden, denn ich meine, die wollten ja auch nicht... vermutlich, dass Sachen in falsche Hände kamen, nicht? Also gut. Aber dazu fehlt uns einfach die Quellenlage. Also für den Historiker sind nicht genug Quellen zu diesem Thema da. Das Berlin Document Center ist das größte Unterlagen. Na Claudia, wenn du da was findest, wir wären sehr dankbar, wenn du uns das dann auch mitteilen würdest. Das war jedenfalls für den Film nicht maßgeblich. Also, ja. Ich würde gerne noch mal auf die Briefe selbst zurückkommen. Ja. Also ein Satz aus dem Film, der hat mich sehr beeindruckt, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt genau zitieren kann, von Peter Kulmers. Also ich muss ständig gegen fehlende Erfahrung ankämpfen. Und da ging es um sein Leben eigentlich in Athen. Ja. Und ich habe das jetzt so gedeutet, seine fehlende Erfahrung natürlich als ein zwar griechischstämmiger Mensch, der aber nicht in Griechenland aufgewachsen ist und dem eben dort die Erfahrungen fehlen. Ja. Andersrum hat man den Eindruck, dass er sich natürlich in Deutschland auch als Fremder fühlt, zumal in der Situation, in der er dann zurückkommt, zweimal aus Griechenland. Spielt also diese Erfahrung oder dieses Gefühl, das ja immer wieder auch irgendwie formuliert wird von ihm, spielt es auch in der Beziehung zu Nelly irgendwie eine Rolle, wird das formuliert in den Briefen, dass er als irgendwie ja deutsch sozialisierter Grieche in der Beziehung zu der irgendwie ebenfalls deutsch sozialisierten Griechin, aber die in Griechenland aufgewachsen ist, dass sie, dass es ihre Beziehung irgendwie beeinflusst? Mehr als das würde ich denken. Vielleicht muss man noch was zu sagen. Es sind 1000 handgeschriebene Seiten. In so einem Film sind natürlich, also ich glaube, wenn ich die austippen würde, wären das vielleicht 10 Seiten. Ja, also es ist natürlich ein ziemlich verdichtetes Kompendium. Also Nelly hat mir da häufig von erzählt, es gibt auch einige Stellen in den Briefen. Nelly selber stammt aus Konstantinopel. Also damals Konstantinopel, heute Istanbul, womit ich eigentlich nur sagen will, dass sie halt dieser kosmopolitischen Levante kommt, in der man einfach viele Sprachen sprach. Ihr Vater war damals bei der Allianz beschäftigt, sie hatte deutsche Hausmädchen und spricht deswegen so perfekt Deutsch.
und hat, war eben kulturell deutsch andersrum griechisch sozialisiert. Mein Vater war es genauso umgekehrt. Und die Tatsache, dieses einerseits großen Reichtums beider Kulturen teilhaftig zu sein, auf der anderen Seite aber auch natürlich die Zerrissenheit, die das mit sich bringt, und die große, große Schwierigkeit, die das in einer historischen Situation, wo deine eigenen zwei Hälften durch den Krieg und durch die Politik aufeinanderstoßen, hat natürlich auch die, war quasi auch Zement ihrer Beziehung, ihrer persönlichen Beziehung, denn sie waren in einer vergleichbaren Lage, und über die persönliche Affinität hinaus war das also, stand natürlich ein tieferes Verständnis. Also das ist ganz sicher so. Also das haben Sie sehr richtig gesehen, glaube ich. Ja. Kann ich was sagen? Bitte, bitte. Ja, und die Briefe von Nelly an deinen Vater? Die sind auch in den Kriegswirren leider verloren gegangen. Sind nicht erhalten, sonst wären sie in dem Film gewesen. Es gibt nur diese Briefe. Aber mein Vater war in Dresden und in Hamburg, also das sind die glaube ich, zum größten Teil zerstörten Städte in Deutschland gewesen. Er war in den Zügen, er war von Griechenland nach Deutschland unterwegs, also die sind sicher verloren gegangen. Abgesehen davon, dass es auch nicht jemand war, der so viel behalten hat. Aber ich meine, er hat noch andere Sachen erhalten, es gibt Tagebücher, es gibt verschiedene Dinge, aber die sind sicher einfach verloren gegangen. Ja. Herr Lastry. Ganz kurze Frage. Also im Film wird gezeigt, dass dein Vater geflohen ist, weil er eine gewisse Gefahr gespürt hat. Ich wollte fragen, ob da konkrete Drohungen gab, aus, was weiß ich, aus der Linken oder aus. Also ich meine, Leute wurden exekutiert aus einfachen Gründen als Komplizen. Und ich wollte fragen, was ist mit den anderen Studenten, die in Athen geblieben sind? Waren die eigentlich alle verschont geblieben, oder gab es auch Drohungen aus Opla oder aus anderen, aus EAM oder Stalinien Seite? Es ist erstaunlich. Die Opla, also ich, das war also die, soll ich das kurz erklären, wer das war? Das war also die sozusagen eine Art militärische Organisation innerhalb der Kommunistischen Partei Griechenlands, die nach dem Krieg eventuelle Kollaborateure Trotzkisten auch, also schlicht und ergreifend, weil sie andere Meinungen von der Doxa abwichen, exekutiert haben, also ermordet haben. Also meines Wissens nach, jedenfalls aus meinem Vater, gab es das nicht. Die wurden verfolgt, das hat Nelly erzählt, und ich glaube, der hat im Herbst 1943 schlicht und ergreifend sich überlegt, wo er vermutlich besser überleben könnte. Und da er eben als zwischen den Fronten stand, hat er sich gesagt, im dem sich abzeichnenden Bürgerkrieg, also denn es war ja klar, dass die Deutschen verlieren würden und da abziehen würden, habe ich in Deutschland bessere Chancen, schlicht und ergreifend. Und was die anderen Studenten geht, also ich musste das mal so Revue passieren lassen. Die meisten waren ja im Widerstand oder zumindest auf der einen Seite. Den eben erwähnten Simos hat der Bruder von Nelly, der bei den Briten im Widerstand war, gerettet. Das heißt, den Briten einfach überstellt, und die haben ihn dann einfach nicht umgebracht. Die anderen, die im Widerstand waren, denen ist natürlich nichts passiert, und ich glaube, danach waren ja auch die Wirren, danach kam der Bürgerkrieg. Und am Ende gab es dann also eben diese militärisch pazifierte 50er Jahre, Halbdemokratie, Halbdiktatur, wo die Leute ihren eigenen Beschäftigungen nachgegangen sind. Und es ist ja auch so, das ist jetzt auch wieder eine Wahrheit, die man also in Griechenland möglichst nicht so laut sagen darf, dass die Kollaborationsregierungen, die sind zwar verurteilt worden, aber passiert ist denen nichts. Die sind nach ein paar Jahren aus dem Gefängnis gekommen, und dann hat jeder sein Leben weitergelebt. Also das gehört auch zu den schwarzen Löchern in der Geschichte. Also,
Ja, kann ich was hier hinzufügen? Ja. Also es gibt noch Aussagen von den anderen DWI in den anderen europäischen Hauptstädten. Es gab überall Konflikte zwischen den Besuchern und den einheimischen Leuten, die überhaupt nicht Besucher in den DWIs waren. Aber das sieht man auf keinen Fall in dem Fall des griechischen DWI. Und es gibt noch eine Zeugenaussage, eine schriftliche Überlieferung von Semnika Rusu. Die ist die Ehefrau von Christos Karousos und die war auch Besucherin in dem DWI. Und sie spricht immer wieder über diese Benefizrolle von Fahne in dieser Kriegszeit. Und sie sagt, es gibt diese Behauptung, dass Fahne damals in dem Widerstand war und deswegen war dieses Institut irgendwie so geschützt von allen Konflikten und von allen Ereignissen, die gefolgt haben nach der Schließung. Und die Bibliothek würde auch gerettet, was nicht der Fall ist für die anderen 15 Schwesterinstitute im ganzen Europa. Ja. So, erlauben Sie mir eine kurze Zwischenbemerkung. Meiner Meinung nach in diesem Dokumentarfilm, es geht nicht um Politik. Es geht um etwas noch Wichtigeres, weil der Film, diese Arbeit von Timon Koulmassis, ist ein Appell an die Vernunft, damals und heute. Und sein kultureller Mehrwert besteht darin, dass in der heutigen belastenden Zeit und der angespannten Verhältnisse zwischen Griechenland, Europa und Deutschland, natürlich steht bevor sozusagen oder steht hervor als ein Vermittler dieser Vernunft und der Notwendigkeit eines Dialogs zwischen den Kulturen, zwischen den Völkern, zwischen den Nationen. Und das ist das Wichtige darin. Abgesehen davon, für mich, das war, es ist wie, sagen wir, ein Briefroman in Bildern, würde ich sagen, erinnert an diese alte deutsche Tradition, das gehört auch zu diesem kulturellen Mehrwert. Und hinzu kommt natürlich auch, sagen wir, eine Zeit, wo die Menschen tatsächlich, also wahrlich, nicht nur von Tag zu Tag, sondern von Stunde zu Stunde lebten. Und im Nachhinein, das können wir nicht so richtig nachvollziehen. Und noch eine kurze Bemerkung zur Politik. Ich komme aus einem Land, ich bin Grieche. Das ist mein Glück und Unglück zugleich. Ich hatte natürlich das Privileg, auch in Deutschland hier zu leben, zu studieren, etc. etc. Also ich komme aus einem Land, das besonders in den 40, 50 Jahren, in diesen letzten 40, 50 Jahren, aber auch davor, das ist geplagt worden von zwei Worten, Politik und Ideologie. Und wir haben wichtigere Sachen vergessen oder vernachlässigt, was Erinnerung betrifft, was Kultur betrifft, was Sprache und vor allem was Dialog angeht. Und das ist eigentlich, was uns noch fehlt. In diesem Rahmen, denn wie ich meine, und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, Griechenland ist mein Haus, aber Europa ist meine Nachbarschaft. Und das haben leider meine Landsleute, viele von denen, aus politischen und ideologischen Gründen, das haben sie vergessen. Und das ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt des Widerstands, dieser Dokumentarfilm von Timon, dass irgendwann wieder die Deutschen mit den Griechen und als Europäer, nicht nur als Nationen, wieder am selben Tisch sitzen können und gemeinsam diskutieren. Vielen Dank für die Gesprächspartner und für Sie. Danke. Vielen Dank.